Moin und herzlich willkommen wieder bei Strategie Command War Noob, Mehrspieler gegen Cutman. Ja, geht die Core an. Also die alle zu Null erwischt, hätte ich nicht gedacht. Ach, man muss es nur laut sagen. Panzer stehen zum Glück ja auch im Regen. Selbst wenn er einen kaputt schießt, da sind noch genügend andere. Und Luftwaffe ist auch nicht gerade das günstigste, was man so benutzen kann. Der rumänische Jäger auch schon kurz im Einsatz. Naja, als ich mit dem einen britischen Panzer das Korps holen wollte, steht der jetzt auch schon da schön nah an der Front dran. So bereit zum Abschießen, das ist schön. Ich weiß gar nicht, wie viele Runden die Sowjets da eigentlich Flammen haben. Bei Saratov, wenn man guckt, muss ich auch zugeben, hatte ich viel Glück mit dem Wetter. Gut, letztes Mal war schon Winter, dass man nicht angreifen konnte. Nicht so richtig, aber schauen wir mal, was wir jetzt haben. Weihnachten nebenbei. Okay, auch wieder Winter, also kein Angriff. Ihr steht da weiter gut. Und in Italien ist es noch gut, wie erhofft. Ihr hier drüben, ja. Also du könntest noch dahin gehen mit der Frage, was genau brächte das? Sich hier hinten ganz rum durchzuwühlen auf die Bahn ist kaum möglich, weil die Versorgung da immer weiter nachlässt. 2. Ja, und dann 0. Nicht das Wahre. Oder erstmal um Tichwin auf jeden Fall zu isolieren und das dann auf Dauer einzunehmen. Das ist hier aber auch in alle Richtungen von Sumpf umgeben. Selber beim Anfang von Tichwin könnte man sich ja schon dahinter hangeln und so irgendwie Stress machen. Die hier so stehen, die Einheiten werden da auch nicht gerade viel erreichen können. Der zieht sich dann nachher nicht ungünstig zurück. Müsste der da eigentlich auf. Naja, hat er halt seinen Sumpf, wo er nicht viel machen kann. Geht er erstmal so hin und belagert den ein klein wenig. Artillerie könnte vielleicht doch etwas näher ran und du hier ein bisschen rüberfahren, falls du doch noch da aushelfen kannst auf Dauer. Geht die Armee mal dahin und du gehst immerhin dahin. Ein klein wenig heilen, aber ansonsten ist da halt wenig los. Also man könnte so ein 1-0 mal riskieren. Ach, sogar 0-0, sehr schön. Die gegnerische Verschanzung nicht zu stark werden zu lassen. Aber naja, wie gezeigt, es kann häufiger schief gehen und da steht man erstmal ein bisschen blöd rum. Den Flugzeugen da tut sich auch nicht viel. So, hier drüben. Konntet jetzt Tambov erobern. Und genau, man sollte aufpassen, das Feld brauchen wir ja noch nicht. Steht sogar eine Garnison, wenn wir da jetzt. Doch, besteht da eine Garnison? Weil jetzt. Dass man der nachsetzt und so im falschen Moment sich das Feld da holen würde. Bin ich ganz sicher. Jederweil ist noch ein Chor. Könntest du erstmal da oben rein, vielleicht hier noch rum die Karte ein bisschen anmalen. So, dass man etwas mehr von der Welt weiß. Ja, die hier drüben hängt wieder im Winter fest.
Und der sowjetische Panzerzug müsste da sein. Der kommt hier ja nicht weg. Auch weil es Winter ist. Und naja, weil Eisenbahn halt. Gut, und eigentlich müssten wir die Sowjets nach Möglichkeit weit genug von Saratow wegtreiben, dass die es nicht belagern können. Frage, was man sonst noch so Lustiges tut. Natürlich auf das Korps da einfach einschlagen. Versorgung. Gut, 5 geht vielleicht noch da drüben. Kassiert natürlich seinen Schaden. Draußen irgendwann versorgungstechnisch halt im Nirgendwo. Na gut, außer der geht da rein und man würde da irgendwie noch ein HQ überschieben. Das ist ein Doppel-HQ dann. Ich meine, die könnten da zusammenarbeiten und eine Garnison oder irgendwen für da werden wir schon noch auftreiben. Findest du hier ran? Da auch mit Kontrollzone alles ein bisschen blocken. Du gehst da rein. Okay, bis dann schon mal von hier unten ran. Dass du vielleicht auch da nur, dass hier auch ein paar Kontrollzonen liegen, nicht einfach da durchlaufen, auch wenn die Versorgung natürlich sich hier erstmal noch aufbauen muss. Und dann könnten wir den auch entspannter hier rauf schicken. Die Karte da angemalt ist und du darfst auch nochmal dein Glück versuchen. Naja, und wenn, dann sollte man den ja wahrscheinlich schon zerlegen. Warte mal, ein 1-0. Wenn man das gerade so sieht, das könnte man dann auch gut versuchen. Dann 0-0. Mit ein bisschen Erfahrung könnten die ja noch mehr Zeug anstellen. Bei denen lieber erstmal upgraden. Ja, hier ist halt das mit dem Sumpf ein bisschen unschön. Der müsste eigentlich geheilt werden, wenn wir die beiden durchtauschen. Man den natürlich heilen, damit der auch mal seine Moral wiederherstellt, die ja doch sehr angeschlagen ist. Aber am Ende kriegt man, weil der könnte zur Not noch da anfahren. Wenn dann ja schon auch gerne klein kriegen. Wenn man schon sonst nicht viel mehr zu tun hat im Winter. Gut, du könntest die rausschießen, aber du bräuchtest ja auch noch die Upgrades. Ja, und bis Panzer 5 dauert das noch ein ganzes Stück, also auf 4 können wir auf jeden Fall vergeben. Könnt natürlich hier durchtauschen. Hoffen, dass er keinen Bomber oder Artillerie oder Zeug in die Richtung in der Nähe hat. Na, doch noch einen kassiert, schade. Ja gut, dann bringen wir dich auch auf. Hier bildet hier eine Linie und vielleicht kann der Fall hier doch noch auf die andere Seite. Nur so, dass hier auch einer steht, ehe ich hier rum irgendwie laufen will. So, ihr bildet mit dem Mortar ja auch euer Doppel-HQ. Sollt werden und der andere zieht da noch rauf. Gut, du könntest dann auch hier noch einen heran, so für die Reichweite und 0-0 könntest du eigentlich auch noch versuchen. 1-1 lohnt sich leider nicht. Hier noch die Welt angucken, an irgendwie besetzt halten, aber ja, man müsste darauf warten, dass der Winter vorbei ist und jemanden für den Ort auftreiben. Da alle weiter gut. Hier unten ist jetzt auch nicht viel mehr möglich. Jetzt kommt die Armee schon in die andere Richtung.
also uns entgegen. Und sich mal ein bisschen Zeit, seine Panzer raufzuziehen und zu upgraden, heilen und den ganzen Kram. Schon denkt er, dass er einem wieder entgegenkommen kann. Der kleine Krieg gegen den lohnt sich auch kaum. Ja, das Wetter ist ein bisschen ungünstig für all diese Sachen, aber wir kommen hier jetzt an eine Gegend. Ja, wo es optisch etwas besser ist. Dann haben wir nur Regennebel, aber hier, wo unsere Leute stehen könnten, da ist natürlich Schnee. Ist dann auch wieder etwas unglücklich. Nebenbei, was hier so fliegen kann, habt ihr doch hoffentlich unterstellt. Ja, du müsstest eigentlich auch ankommen. Oder geupgradet. Ich meine, bis dahin deckt ihr zumindest. Ihr könnt ihm auch erstmal noch die Stufe 4 geben und ihn nächstes Mal schicken. Die Hoffnung ist, dass das Wetter schlecht bleibt und er auch nicht so viel fliegen kann. Tja, und ich müssen wir fit machen. Und ich auch, soweit die Versorgung das zulässt, die hier mal wieder überall miserabel ist. Weil die Amerikaner das alles ständig kaputt schießen. Ey, der ist nach dem ganzen Beschuss dezent dem... Ja, meine Stimme mal. Ist gar nicht ganz topfit. Der ist dezent demoralisiert, aber die anderen... könnten hier und da draufhauen, wenn man denn rankommt. Hat ärgerlich, dass der Winter sich da... Ne, bis dahin, wo wir gut an alles rankommen, da ist Winter. Aber naja, vielleicht kriegen wir den ja trotzdem klein. Vielleicht kann trotzdem die Artillerie zuerst schießen. Schöner Treffer, wenn man da jetzt einen von euch einfach mal nach vorne jagt. Auch nur ein 2-1. Tja, du, okay, der käme über das Feld noch ran. Das Korps könnt ihr dann hierhin einfach ausweichen. Dann kriegen wir den vielleicht, wenn alle zusammenlegen. Du hast nur ein 1-1. Außer der zieht sich einfach direkt zurück. Was jetzt ärgerlich ist irgendwie. Ist gerade die eine Garnison braucht nur noch für Stalingrad. Der geht mal dahin. Dann will ich jetzt auch nicht unbedingt, dass der hier an der Küste steht. Wobei da... ist ja der Hafen im Weg. Nicht, dass die Schiffe alle auf ihn draufhämmern und dadurch jede Menge Moral verloren ginge und solche unschönen Geschichten. Könnte es dahin vorrücken? So ein klein wenig ambitioniert aussieht, aber... Ah, verzeih nochmal meine Stimme. Ich hoffe, es wird besser auf Dauer. Zumindest ein Waldgebiet und mich hat auch interessiert, die Amerikaner... weil die mit ihrem Panzer sind. Angreifen musst du da nicht unbedingt. Naja, dann könnte man die Stadt einen Panzer lassen, wenn du noch da rausrückst. Kann man ja auch Luftabwehr draufhauen. Zumindest so ein bisschen und allgemein würde ich auch stark vorrücken wollen. Es kommt ja eigentlich ein ganzer Schwung Nachschub die ganze Zeit. Selbst wenn auf dem Weg was fällt, ist ja schon neues Zeug wieder auf dem Weg. Die Flak müssen auch irgendwie mitkommen. So, der Panzer muss geheilt werden. Ja, und dann... und dann nicht so recht drüber, wäre hier wahrscheinlich eine Flugzeugabwehr ganz nett. Und noch irgendwer für da.
Notfalls in einer Gewaltfahrt. Dass ihr euch da bald durcharbeiten könnt. Ja, und dann könnten wir da noch eine Flak packen und vielleicht da, wo die Garnison steht. Die Hakus könnten auch noch ein bisschen vorrücken. Also einer muss hinten bleiben, damit er auf jeden Fall mit irgendwem von dem Doppel-Haku bauen kann. Aber die anderen können ja ruhig... Vielleicht kannst du auch da stehen bleiben. Wir auch die schweren Panzer langsam mal ranbringen. Da zumindest eine schwache Flak reinstellen. Per Bahn kommt man ja noch nicht rein. Dann geh du dahin. Geh du dahin. Upgrades kriegst du dann auch noch irgendwann. So, was haben wir noch? Eine Artillerie. Ohne Upgrades. Noch eine Flak, die kann aber auch erstmal im Prinzip sich nur einen Schritt nach vorne stellen. Noch einer. Gut, du könntest erstmal hier hin und den Flieger im Zweifel beschützen. Geh erstmal dahin. Wenn du vielleicht doch jetzt den Ort schützt. Und du dir von hinten hier Versorgung ziehst, falls es da wieder Stress gibt und einen Doppel-Akku machen kannst. Und dann ist das Heer hier langsam versammelt. Kann durchaus Verluste geben hier und da, aber wenn jetzt immer wieder Nachschub reingepowert wird, müsste das ja auf Dauer gehen. Eine neue Garnison. Erstmal einen Schritt nach hinten und noch eine neue Armee. Gut. Dann schiffstechnisch. Gut, jetzt ist eh gerade Winter, da kommt nichts auf Schweden, weil Häfen zu sind. Und zum Glück taucht er ab. So, der kann endlich mal in den Einsatz. Und wie sieht es weiterhin aus? Ich hoffe, alles bei den Briten weg. Ja. Jetzt weiter auf Null bei den Briten. Das heißt, wir müssen nur ein bisschen mal gucken, wer im Zweifel hier wieder weg muss und wer noch da bleiben kann. Hier sind zwei, die weg müssen. Aber der zum Beispiel kann wieder ran. Ja, der direkte Pfad, da man Scarpa Flow vorbei ist, mir noch etwas riskant, falls da doch mal ein Zerstörer drin steht. So, der kam nicht ganz an den Hafen zuletzt, deswegen muss er noch dahin. Wer war der andere, der weg muss? Der. Hier kommt bis dahin, aber das sollte reichen. Ach komm, jetzt fahr doch mal vorbei, vielleicht klappt's ja. Sehr schön, weil dann kann er da auch direkt neben dem Hafen voll tanken und du fährst da rein. So. Hier. Ja, dann müsste auch bald wieder weg. Du fährst da ein bisschen rum. Aber das hier auch, ach ja, hier ist noch ein neuer. Du könntest hier auch einfach mal ranfahren und Gas geben. Bereit fürs nächste Mal. Hier, du kommst vielleicht noch mit auf die Kanada-Route. Müsste das ja eigentlich reichen, denke ich, an U-Booten. Und ihr so. Seht auch noch alle ganz gesund aus. Könnten wir den noch fit machen? Aber eigentlich will ich die Großschiffe mal sammeln. Und dazu kläre ich hier bitte mal auf, dass, wenn der hier lang fährt, nicht direkt dieses eine unschöne U-Boot ist. Aber an unserer Küste können wir uns hier entsammeln. Ihr fahrt erstmal ein bisschen in die Ecke. Upgrades habt ihr jetzt, alles Mögliche. Und dann geht's nächstes Mal wieder raus. Das andere Schiff kommt ja noch hier, dann sammeln wir uns da. Und die U-Boote schießen da weiter alles kaputt. Und ihr geht in die Offensive. Vielleicht ist das Wetter nächstes Mal etwas günstiger.
Genau die Linie, wo man hier stehen könnte, ist natürlich noch mit Winter und Zeug. Naja, oder im Osten tut sich auch nicht viel. Die blockieren sich da halt so ein bisschen, da ist nichts los. Die warten auf besseres Wetter, die irgendwo auch mal auf Verstärkung. Schauen wir mal. Ja, Forschung, es reicht nicht gerade für viel. Wir könnten die Logistik wieder höher ziehen. Produktion wird demnächst fertig, dann hätte man wieder Luft. Das ist die Frage. Strategischer Bomber, jetzt erst im August. Würde ich sonst erstmal sein lassen, die andere Spezialeinheit noch, vielleicht mit Ausrüstung, wenn man dann irgendwas anstellen will. Hätten wir die und die Fallschirmjäger. So, das Eisenbahngeschütz in so einer Lage da oben, wenn das jetzt schon Volchow anschießen könnte. Der ist ja nicht viel und wenn der strategische Bomber eh lange dauert. Schon zu viele Luftabwehren auf dem Feld. Artillerie könnte natürlich auch helfen oder mehr Jagdflugzeuge. Gut, Jagdflugzeuge sind die Einheiten, die mit am längsten brauchen. Das packen wir davon noch ein und eine Garnison oder so. Ja, und hier in Italien wird demnächst mit am meisten los sein. Die anderen brauchen irgendwie Wetter oder Verstärkung, bevor da groß wieder was passieren kann. Aber die ganz im Norden und ganz im Süden haben nicht so arg viel zu tun. Die müssten hier nur noch die letzten sowjetischen Einheiten wegräumen. Dann eine ganze Offensive in den Irak. Wäre natürlich möglich, aber dafür bräuchten die sehr dringend Verstärkung. Meine ich die Langstrecke noch? Nee. Die brauchen Wetter. Ja, die brauchen dezent Leute, um hier mal die Linie entlang zu gehen und die. Naja, sind halt auch irgendwie da. Hier dann erstmal die Schlacht gewinnen. Die haben hier inzwischen auch zig Panzer. Und andere Unterstützungskram. Wird hier auch alle Luftabwehr drauf. Schade, dass der sich da einfach zurückgezogen hat. Ne gut, dann würde ich sagen, können wir den Zug beenden, oder? Komm, wir können das Bergwerk dann noch auf 2 setzen. Ach, der Pio. Hat hier ein bisschen was? Falls man es auch noch irgendwie brauchen könnte. Gut, dann an dieser Stelle auch erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut doch bei Tutman mit rein. Und dann bis zur nächsten Folge. Bis denn.